Ein pinker Feng Shui-Fisch, genauer gesagt. Tomagadi. Tomagadi lebt inzwischen in Berlin, noch nicht so lange, aber seit ein paar Monaten, nicht wahr? Mhm. Geboren aber in Tel Aviv, ungefähr 1974. Ja, aber nicht in Tel Aviv. Ah ja. Nee, in der Norden von Israel. Also wirklich an der Grenze von Libanon und Syrien. Wow. Ja. Und dann aber dort in einem Kibbutz aufgewachsen. Ja, genau. Gewesen, ne? Genau. Warum sprichst du so gut Deutsch? Das ist eine lange Geschichte. Du hast ja den Roman, über den wir heute sprechen, heißt Sonst kriegen sie ihr Geld zurück. Der erste Roman hieß Broken German. Der erste Roman, Broken German, englischer Titel, hat Tomagadi auf Deutsch geschrieben. Diesen zweiten Roman, Sonst kriegen sie ihr Geld zurück, hast du nicht auf Deutsch geschrieben, sondern auf Hebräisch. Ja, das stimmt. Ja, das habe ich auf Hebräisch geschrieben und ist von Anne Birkenauer übersetzt. Die beiden Bücher habe ich eigentlich mehr oder weniger parallel geschrieben. Broken German und das hier. Deswegen sind sie in der Art so zwei Fantasielinien für mich. Einer ist so die Fantasielinie, wenn es auf Hebräisch ist, und der andere ist dann meine Fantasielinie auf Deutsch. Ah ja. Ja. Interessant. Vielleicht für die, die das nicht kennen oder mitbekommen haben damals, Tomagadi war mit Teilen von diesem Buch Broken German eingeladen beim Bachmann-Wettbewerb in Klagenfurt. Das ist so eine der berühmtesten, wichtigsten Leseorte, die live nicht auf Facebook, sondern ins Fernsehen übertragen werden. Und er war vorher, also mir war Tomagadi kein Begriff, ich habe aber zufällig diese Übertragung gesehen und war völlig begeistert. Und ich glaube, so ging es vielen Leuten. Broken German ist dann erschienen, kurze Zeit später, und hat doch für einige Furore gesorgt. Unter anderem habt ihr daraus ein Hörspiel gemacht. Also aus Broken German wurde ein Hörspiel, was den Deutschen Hörspielpreis auch sogar bekommen hat. Ja, das stimmt. Wer hat das gemacht? Hast du das gemacht? Oder? Nein, das hatte Noam Brusilowski gemacht. Das war Regisseur und hat das Buch zu einem Hörspiel verarbeitet. Ich hatte da eine kleine Rolle, aber der Text war seine Verarbeitung. Ja. Vielleicht kurz zu, der Hintergrund sozusagen dieses Broken German oder der Plot oder der, naja. Was ist der Plot? Es ist nämlich nicht so einfach, aber das Markanteste eben an diesem Text war, dass er zum einen sehr lustig war, aber zum anderen geschrieben war in einer deutschen Grammatik, in einer deutschen Sprache, die nicht der, sagen wir mal, die nicht dem Deutschen, naja, so schreibt niemand Bücher in Deutschland. Ja. Kurz gesagt. Und einfach vielleicht kurz die Frage nochmal für die Leute, die das damals nicht verfolgt haben, warum hast du das gemacht und was war sozusagen deine Intention hinter dieser Form von Deutsch schreiben? Ja. Ich beantworte trotzdem die Frage von woher kann ich Deutsch, weil es damit irgendwie zu tun hat. Ich habe als Jugendlich 3 Jahre in Wien gelebt, habe da aber nicht in einer österreichischen Schule studiert, sondern auf einer amerikanischen Schule. Und dann habe ich Deutsch durch Hören und Sprechen gelernt und nicht durch Schreiben und Lesen. Und dann habe ich 15 Jahre später oder so, 2 Jahre in Berlin gelebt und habe da die unterschiedlichsten Arten und Weisen von Deutsch auf die Berliner Straßen gehört und fand diese Arten von Deutsch, also die unterschiedlichsten Arten von Deutsch, fand ich schön und beeindruckend. Und mein Deutsch war ein Teil von, oder so eine von diesen deutschen Sprachen, die da auf die Straßen waren. Und dann dachte ich, dass es schön und interessant wäre, diese Sprache von mir und diese Sprachen, die ich rundherum mir gehört habe, zu einer literarischen Sprache zu machen. Und das habe ich im Broken German versucht zu tun. Es ist tatsächlich so, dass es ist wahrscheinlich unterschiedlich das Leseempfinden, wenn man diesen Roman liest. Bei dieser Diskussion, die dann in Klagenfurt immer stattfindet, das liest eben der Autor, dann gibt es da eine Jury und die diskutieren, wurde tatsächlich ernsthaft diskutiert, ob man das darf. Ja. Also ob man tatsächlich in so einer Sprache einen Roman schreiben darf, in einem hehren Deutsch. Wie hast du das in dem Moment empfunden, als die so geredet haben? Ich fand es lustig, also was bedeutet darf, also welche Instanz
entscheidet, welche Literatur beschrieben darf. Ist so und wer nicht. Aber das habe ich auch, andererseits habe ich das irgendwie erwartet und das war auch die Diskussion, die ich erwachen wollte und ich war froh, dass das funktioniert hat und irgendwie funktioniert das immer noch auch bis heute. Das, mhm. Und das freut mich. Ja, genau, aus diesem Grund fand ich es nämlich auch interessant, weil ich, mein Leseeindruck damals war, es funktioniert. Ich kann das lesen, auch wenn eben man braucht ein paar Seiten, bis man halt diese schräge Syntax irgendwie, man muss es am Anfang mehrfach lesen und dann kommt man da einfach rein. Dann gewöhnt man sich an diese Sprache und kann der ganz normal folgen und findet es ganz großartig, auch die Kraft, die das dann tatsächlich entfaltet. Und interessant finde ich schon, dass das auch eben, also der Bachmann-Preis ist nicht irgendein Preis, das Buch wurde rezensiert in Deutschland, obwohl es tatsächlich eben ein Experiment ist, was ja ans Eingemachte geht an Literatur, nämlich zu sagen, das, was ihr da eigentlich die ganze Zeit alle macht, folgt halt so, folgt Pferden, folgt Spuren, aus denen ich jetzt komplett ausbreche. Und das tut natürlich weh, so einem Literaturbetrieb. Ich nehme an, manche hat es wehgetan und manche hat es Freude gebracht. Okay. Wenn Literatur ein Treffen ist zwischen Sprache, Erfahrung und Fantasie, dann ist es irgendwie normal, dass Bücher geschrieben werden in einer Sprache, die nicht, die kein Standarddeutsch ist, weil Menschen leben kein Standarddeutsch leben. Kommen wir jetzt mal zu dem aktuellen Buch. Sonst kriegen Sie Ihr Geld zurück. Hier wiederum kann man sagen, übrigens auch ganz großartig, ich bin großer Fan dieses Buches, hier kann man einen Plot tatsächlich kurz erzählen. Es geht um, jetzt wird es aber schon schwierig, einen Schriftsteller bzw. eine Schriftstellerin, die, ach wissen Sie was, wir machen das mal so. Ich erzähle nicht, um was es geht und du fängst einfach mal an zu lesen, den Einstieg, weil dann weiß man nämlich ungefähr, um was es geht und dann kommen wir zurück und sprechen ein bisschen weiter. Gute Idee. Ich lese die ersten paar Seiten. Ich habe ja auch eine schöne Gitarrenmusik hinter mir. Ja, die kommt aus Magdeburg, die Musik. Haben wir extra eingeladen. Die Geschichte beginnt so. Ein arbeitsloser Mann geht zum Amt stempeln. Er durchläuft alle Kreise des Sicherheitschecks, der Kontrolle, der Überwachung, piepsen, Gürtel abnehmen, Taschen leeren, alle Sachen hier hinein, jetzt durchgehen, Gürtel anziehen, alle Sachen wieder zurück. Danke. Er geht zum Aufzug, fährt rauf zum Amt, zweiter Stock, kriegt einen Zettel mit der Nummer des Schalters, wartet, bis er drankommt, wartet, bis er drankommt, wartet, bis er drankommt, er ist dran. Restran setzt sich dem Beamten gegenüber. Der Beamte schaut ihn nicht an. Die Augen des Beamten ruhen konzentriert auf den Bildschirm. Der Beamte fragt der Mann ihm gegenüber nach seinem Beruf. Der Mann ihm gegenüber sagt, ich bin Schriftsteller. Der Beamte hält inne, spielt nicht mehr mit der Maus, schaut nicht mehr auf den Bildschirm. Der Beamte wendet den Blick vom Bildschirm. Er schaut den Menschen gegenüber an. Er sagt, so einen Beruf gibt es nicht, Schriftsteller. Der Arbeitslose schaut ihm in die Augen. Auge in Auge schaut er ihn an, erwidert seinen Blick, sagt, und ob es den gibt, das ist mein Beruf, sagt er. Schriftsteller, sagt er. Der Beamte holt die Luft, stoßt sie ungeduldig aus der Nase. Ich sagte bereits, sagt er, das ist kein Beruf, Schriftsteller. Schriftsteller ist wohl ein Beruf, sagt der Arbeitslose. Mein Beruf nämlich, beharrt er. Der Beamte streitet ab, der Arbeitslose beharrt und so weiter. Und sofort, her und hin und her, es hätte so endlos weitergehen können. Ziemlich festgefahrene Situation, doch dann schlägt der arbeitslose Mann dem Beamten eine Art Geschäft vor. Ein Deal, ein Angebot. Ich, sagt er zu dem verblüfften, den überraschten Beamten, ich, sagt er dem Beamten, erzähl Ihnen
eine Geschichte. Und wenn Sie die gut finden, sagt er dem Beamten, und schön, dann, und wenn Sie die mögen, dann stempeln Sie meine Karte. Arbeitslosengeld, eine Art Bezahlung, sagt er. Und wenn nicht, dann stempeln Sie eben nicht, sagt er. Der arbeitslose Mann wartet die Antwort nicht ab, fängt einfach an zu erzählen, füllt die Leere zwischen innen, zwischen sich und dem Beamten mit Worten, noch bevor der Beamte von Amt ihn stoppen kann, bevor er zuknallen, zuklappen kann. Dieser Morgen hatte überhaupt am Abend zuvor begonnen. Ich war von einem weiteren Tag auf der Straße nach Hause gekommen, einen weiteren Tag arbeitslos, ohne Arbeit, Mut von Müßiggang, wollte endlich schlafen, abschließen mit diesem Tag, seinen letzten Stummel ausdrucken. Von Torfutz zu dem Block, in dem ich wohne, ein Weg, erst am Haus lang und dann ins Treppenhaus. Entlang diesem Weg steht eine angepflanzte Reihe Busche. Schön sehen Sie die Busche, angenehm und schön anzusehen. Sie bescheren den Augen einen Moment grüner Erholung, obschon sie auch Nachteile haben. Ihre Wurzeln drucken die ohnehin überlasteten und vergammelten Abwasserrohre nach oben, sodass sie bersten, und die Zweige der Busche laden geradezu dazu ein, allerlei Gebrauchtes dorthin zu werfen. Binden, Klopapier, Nadeln, Kondome. Entlang dieser dubiosen, kurzen Allee, auf den schmalen Streifen Erde, dem entlang die Büsche gepflanzt sind, stellen die Gastbewohner des Blockes ihres Gasballons hin. Gelbe Leitungen fuhren über die Köpfe der Ein- und Ausgehenden von den Gasballons hinauf in die Wohnungen, wie ein riesiges Beatmungsgerät an einem siechen Haus, als sei der Wohnung ein Nasenloch und der greise Sterbliche, das Gebäude weilt, müde von all dem, noch immer hinein, denn ein nur noch künstliches, erschöpftes Verweilen, das sich längst überholt hat, ist vielleicht ein überflüssiges Bild, diese Beatmungsgerät, aber so wirken diese Ballons mit ihren dünnen Leitungen auf mich. Entlang dem Weg, also zwischen dem Weg, der zum Treppenhaus führt, und den angepflanzten Buschen gibt es so eine horizontale, rostige Stange. Zugegeben, es ist lächerlich, in diesem aussichtslosen, rostigen, muffigen Kontext einen Horizont reinzubringen. Hier ein Horizont, eine rostige Eisenstange jedenfalls, an welche die Hausbewohner mit Ketten und Schlössern ihre Gasballons anketten, kostet ja eine Menge Geld, so ein Gasballon, und steht ganz schutzlos da draußen und säuselt dem Sieb sein feines Säuseln zu, ein leises Wispern von Butan. Na, komm schon, Dieb, komm. Psst. Psst. Ich war durchs Tor gegangen und auf dem Weg schon dicht beim Eingang blieb ich stehen, den Nachbarn Hallo sagen. Eine Frau mit schlafendem Kind im Tragetuch auf dem Rücken, neben ihr ein viel zu muderer Mann. Gleichsam, not in tune, nicht geeicht, nicht richtig gestimmt, orchestriert wie ein Chor auf Hebräisch, Arabisch, Englisch, dirigiert mit Körperbewegungen und Gebärden. Alle drei sind Flüchtlinge aus Eritrea. Sie zeigten mir etwas, was ich, nachdem die Augen sich dran gewohnt hatten, irgendwann im Dunkel auch sah. Man hatte ihre Gasballons geklaut. Das Schloss, das den Ballon mit einer Kette an den Stangen befestigt hatte, aufgebrochen. Die gelbe Leitung durchtrennt. Der Weg war feucht von Regen. Wir redeten im Dunkel ein paar Minuten über die Diebe und wie schwer und ungerecht das Leben war, begleitet von kapitulierendem Schulterzucken, Gesten der Resignation, liegt doch alles in der Hand des Himmels und so weiter. Wir waren dermaßen damit beschäftigt, uns dem Urteil zu beugen. Vielleicht nicht beschäftigt, das Wort ist zu geschäftig davor. Wir waren einfach
so sehr dabei, uns zu fügen, dass ich ihn noch nicht einmal gefragt habe. Das kam mir erst später, als es natürlich zu spät war, ob sie ihr Essen vielleicht bei mir warm machen wollen, auf dem Gas. Das war um 9 Uhr abends gewesen. Dieser Gedanke keimte oder schlupfte in meiner schläfrigen Hirn irgendwann später gegen 2 Uhr nachts. Lächerliche Zeit, ohne großzügige Vorschlag. Auch ich bin nicht richtig in Tun, nicht geeicht, nicht richtig gestimmt, immer entweder zu schlaff oder zu gespannt. Eine Stunde später fiel mir ein, dass auch dieser nachträgliche, hypothetische Gedanke nichts geändert hätte. Mein Ballon war überhaupt leer. Ich musste einen neuen bestellen. Ich schließte ein, knackte weg, beendete diesen Tag. Genug. Schluss. Am Morgen, der, wie gesagt, bereits am Abend zuvor begonnen hatte, rief ich unseren Piraten-Gastlieferant an, dass er meinen Ballon austauscht. Ein Palästinenser aus Hebron, der hier im Viertel wohnt. Binnen 20 Minuten war er da, den schweren Ballon in einer großen grünen Plastikkiste auf dem Gepäckträger seines Fahrrads. Wir schüttelten Hände, hallo, verloren ein paar Worte übers Wetter, verfluchten den Ministerpräsidenten, einen Anlass gibt es ja immer. Und dann öffnete ich das Schloss, das meinen Gasballon an die rostige Stange kettet, die den Weg entlang führt. Er hiefte den vollen Ballon aus der grünen Kiste auf den Gepäckträger seines Fahrers und rollte ihm ein schweres Fass voll Gas bis dahin, wo mein Gasanschluss war. Er buckte sich, um den neuen Gasballon an die gelbe Leitung anzuschrauben, und dann hob er von der Erde unter einem der Busche ein großes Messer auf. Wir schauten einander an. Die gelbe Gasleitung der Nachbarn hing noch da, gekappt, tastete ihm nichts wie der verwaiste Mund eines ausgesetzten Babys. Das weggeworfene billige Fahrradschloss lag auch noch da, aufgebrochen. Wir lächelten. Beide, klar, wozu man das Messer gebraucht hatte. Ein gutes Messer, sagte er zu mir. Siehst du, was für ein gutes Messer das ist? Er hat es da liegen lassen, der das hier gemacht hat, sagte er. Ich trat näher heran, er trat näher heran, er zeigte mir die Klinge. Siehst du die Schichten, sagte er, die Stahlschichten? Ich sah sie wie Baumringe, Spuren von Schleifen. Ein gutes Messer, sagte er. Ich sagte zu ihm, nimm's mit, es gehört dir, sagte ich ihm. Nimm's mit, sagte ich zu ihm mit einer Großzügigkeit, obwohl es mir gar nicht gehörte. Er hatte es gefunden. Nicht ich. Es war nicht an mir, es ihm zu überlassen. Trotzdem habe ich es so gesagt, weiß nicht warum. Er lächelte, als verstehe er etwas Verborgenes. Er schloss meines Gasballons an die gelbe Leitung und ich bezahlte ihm. Er nahm das Messer und ging. Ich buckte mich, um meinem vollen Ballon an die Kette zu legen, an die Stange zu ketten, anzustangen. Ich war mit dem rostigen Kette, dem Schloss, dem Schlüssel und der rostigen Stange beschäftigt. Sie war das einzige Horizontale hier im Viertel und ich klapperte so vor mich hin, kurz, als ich ihn hörte. Genauer gesagt, als ich jemanden hinter mir hörte, wusste ich nicht, wer da kam. Ich drehte den Kopf und es war Abu Amran. Er kam zurück, das Messer in der Hand. Ich schaute ihm an mit einem Blick wie, was ist denn jetzt passiert? Vergiss es, sagte er zu mir, zu viel Polizei unterwegs. Mit so einem Messer in der Tasche bist du lieber kein Araber auf der Straße, sagte er. Wenn mich niemand mit dem Messer erwischt. Ich lächelte bitter. Das war doch lachhaft. Abu Amran, den kenne ich schon seit Jahren. Er radelt im ganzen Süden der Stadt herum mit seinen Gasballons auf dem Rad und liefert sie aus. Ein Messer
Das ist doch lächerlich. Die ganze Stadt könnte er hochjagen, wenn er nur wollte. Er beugte sich zu mir herunter, legte das Messer, sagt, nimm du es und ging. Ich schloss den Ballon ab und ging hoch in die Wohnung, legte das Messer auf den Küchentisch, wusch mir den Rost von den Händen und ging hoch zum Amt. Danke, Thomas. Wir sind so tatsächlich ja erst am Anfang. Man weiß noch nicht so ganz genau, wo geht das hin. Das weiß man auch als Leser während des Romans schwer. Wir haben, es kommt in dem Buch selber irgendwann vor, es ist so eine Art Scheherade-Prinzip. Also dieser Schriftsteller, den wir da jetzt gerade vorgestellt bekommen haben, der arbeitslos ist, hat ja diesem Arbeitsamtbeamten ein Deal angeboten. Er erzählt Geschichten und dafür kriegt er Stempel. Ob der Beamte sich darauf einlässt, bleibt offen. Aber im Folgenden dieses Buches bekommen wir Geschichten erzählt. Allerdings immer aus verschiedenen Ichen. Also es sind immer andere Menschen, die diese Geschichte erzählen. Wir haben jetzt gehört die Geschichte des Schriftstellers, vermeintlich. Dieser Schriftsteller kommt aber, ich glaube, gleich im nächsten Moment, stellt er sich vor, mit einem Frauennamen. Also auf einmal wechselt sozusagen auch die Perspektive und der Name, Moment, ich habe ihn vergessen, wie heißt? Tolly Groteschi. Tolly Groteschi, toller Name. Mal kurz zusammengefasst, es gibt eben die verschiedenen Leute, die da so Geschichten erzählen, die sind alle ganz großartig. Es gibt eine Flaschensammlerin, es gibt eine Art Gehilfe, ein Putzmann, der Stierkampfarenen sauber macht in Israel. Es gibt einen arabischen Gasauslieferer, den haben wir sozusagen schon gerade ein bisschen vorgestellt bekommen. Das ist also das eine, dass es um Leute geht, die eher, ja, das sind Proletarier, das sind Leute eben aus der niederen Klasse, die selten in Literatur tatsächlich vorkommen. Ist das wirklich so? Ich glaube ja, aber hast du einen anderen Eindruck? Also ein Roman über eine Flaschensammlerin. Ich würde keinen kennen auf die Schnelle. Über eine Putzfrau. Ja. Also ziemlich viel Literatur aus dem südlichen Teil von den USA hat solche Geschichten, so wie Schwarzamerikaner. Ja. Und im Hebräisch, nein, im Hebräisch ist es ziemlich bürgerlich, das stimmt. Und Deutsch kenne ich mich nicht aus. Ja, ich glaube, es ist ich will jetzt gar nicht irgendwie was Falsches behaupten, aber ich glaube, es ist schon so, dass einfach, weil die meisten Leute, die Literatur schreiben, die dann von großen Verlagen, sagen wir, Publikumsverlagen, verlegt werden, das sind Leute, die kommen aus bestimmten Milieus und das ist in Deutschland, glaube ich, wahrscheinlich auch krass anders als woanders. Das sind meistens Leute aus bildungsbürgerlichen Milieus, die dann aber auch entsprechend über diese Leute schreiben, weil sie sich da meinen, besonders gut auszukennen. Wäre jetzt eine These. Aber ganz kurz, weil wir nicht ganz so viel Zeit nicht mehr haben. Es gibt also ein Personal in diesem Buch, es gibt verschiedene Erzählperspektiven, das Ganze wird vermeintlich zusammengehalten durch ja die Bedrohung, dass dieser arbeitslose Schriftsteller Geld braucht, also die Gunst dieses Beamten braucht. Ist das ein Moment, der dir auch selber in deinem Leben widerfahren ist, dass du als arbeitsloser Schriftsteller Geschichten erfinden musstest, um zu überleben? Das mache ich ja. Ja, okay. Verdienst du damit Geld? Ja, ab und zu. Ich würde gerne, die sind, wie Sie das ja gerade vielleicht auch schon gemerkt haben, diese Geschichten zu lesen macht großen Spaß, weil die mitunter sehr lustig sind, aber sie sind auch sehr hart, weil es geht um sehr krasse existenzielle Krisen, also einfach um Existenz-Überlebensgeschichten sozusagen. Insbesondere, die ich am beeindruckendsten fand, die Geschichte eben der Flaschensammlerin, die ja auch ein bisschen eine Hauptrolle spielt, weil ihre Geschichte hat mit diesem Fisch zu tun, den wir hier draußen sehen. Magst du kurz erzählen, was es mit diesem pinken Feng Shui-Fisch auf sich hat, den wir ja sehen? Ja, die Flaschensammlerin geht rein in die in Jobcenter. Sagt man Arbeitsamt oder Arbeitsloseramt? Arbeitsamt. Obwohl es ein Arbeitsloseramt in der Tat ist, ja?
Schon wieder das heißt die Lügen. Auch mittlerweile heißt es nämlich nicht mehr so, es heißt Arbeitsagentur. Aha, und was ist Jobcenter dann? Keine Ahnung. ja, in der Arbeitsamt oder in der Arbeitslosenamt, ich spiele diese Lüge nicht mit, in der Arbeitslosenamt gibt es so ein Aquarium mit einem pinken Feng Shui Glücksfisch, dass die Arbeitsloser Glück und Geld und Arbeit mit Glück, mit solche Sachen helfen soll. Und dann versucht die Flaschensammlerin einen Fisch aus dem Aquarium zu retten, damit sie drei Wünsche von ihm kriegt. Die schafft es aber nicht und wird von den Sicherheitskräften da im Amt verhaftet und landet ins Gefängnis. Und da trifft sie die anderen Figuren, die auch ins Gefängnis geschmissen werden. Ich glaube, du musst wahrscheinlich die Vorgeschichte erzählen, weil diese Flaschensammlerin hat eine Freundin, Flaschensammlerin, und die gibt ihr ja diesen Tipp, du musst da reingehen, den befreien, weil sie hat ein anderes Erlebnis mit so einem Fisch. Ja, ich glaube, was ich sagen will, ich glaube, der Prinzip da ist, dass die Erzählerin geht durch die Straßen und sieht so, was für ein Leben die Menschen erfahren und was für ein Alltag das ist. Diesen Alltag direkt so dem Beamten gegenüber zu erzählen, vor Stempel, kann sie es nicht so direkt erzählen, weil dann wäre es zu krass und unangenehm zu hören. Und dann wird sie den Stempel von dem Beamten nicht kriegen. Deswegen verkleidet sie diese harte Realität mit literarischem Schmuck sozusagen, damit es für den Beamten leichter wäre, es runterzuschlucken und auch für die zukünftige Leser. Ja, und tatsächlich ist es ja bei den Geschichten so, dass der Beamte irgendwann reagiert, also er taucht wieder auf, er lässt sich einfangen von diesen Geschichten. Ja, er hatte irgendwie Vorschläge für die Erzählerin, aber das kennen Sie bestimmt auch, oder? Man liest ein Buch oder man sieht einen Film und nein, mach das nicht, oder so, oder? Ich stelle noch ein, zwei Fragen, aber wenn Sie Fragen haben an den Autor, können Sie jetzt schon mal überlegen, weil dann würden wir nämlich auch Ihnen die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Eine, die ich noch hätte, wäre, es gibt diese Flaschensammlerinnen-Szene, die Flaschen sammeln, um damit eben an Geld zu kommen. Dann gibt es diese Stierkampf-Szenerie oder das Milieu der Stierkämpfer, das in Israel ja nicht jetzt keine große Tradition hat. Nein, nein, das ist Fantasie. Ist erfunden. Warum hast du ausgerechnet diese Szenerie, die man mit Israel überhaupt nicht gar nicht verbindet, nach Israel versetzt? Und was sozusagen verbindest du mit diesem Stierkampf-Milieu? Das ist ja eine der männlichsten, brutalsten Institutionen oder Inszenierungen, die man sich überhaupt vorstellen kann. Ja, das, genau deswegen, so was du gesagt hast, ist die Brutalität, die pure, reine Brutalität. Ich wollte, ich habe das Leben so in Israel erfahren und wollte diese Kultur da irgendwie transplantieren, weil ich dachte, dass diese Operation, diese literarische Operation irgendwie funktionieren würde, und ich glaube, es funktioniert. Was ich gehört habe, ist, man liest das und man hat das Gefühl, dass eine Stierkampfkultur in Israel wirklich gibt, weil es irgendwie so passend da ist. Aber für mich ist das eine, und für mich ist es auch so es gibt ja diese Geschichten im Amt, da wird Realität
in der Kleidung von Fantasie verkleidet, damit es runter so leichter ist, runterzuschlucken. Und dann gibt es die, die Stierkampfgeschichten, die eine pure Fantasie ist, aber verkleidet in eine sehr, sehr realistische Sprache. Und dann hat man so zwei Spuren. Einer ist Realismus verkleidet in Fantasie und der andere ist Fantasie verkleidet in Realismus. Hat jemand von Ihnen eine Frage? Ich gebe Ihnen auch das Mikrofon. du hast es schon angesprochen, Israel. Ist es tatsächlich ein Roman, der mit diesem Land, also der mit der, ja, der Härte in diesem Land oder der teilweisen Härte durchaus, du bist ja jetzt, du hast das Land verlassen, wenn ich dich richtig verstanden habe. Du bist richtig ausgewandert. Ja. Und war dieses Buch sozusagen sowas wie eine Abrechnung mit den Verhältnissen dort? Vielleicht nicht Abrechnung, aber ein Abschied. Und ein Abschied, die mit diesem Zustand zu tun hat. Die wirtschaftlichen Zustände, wie auch die politischen Zustände, die auch wirtschaftlich sind. Das ist ein Roman, der in Israel passiert. Das ist irgendwie nicht wirklich über Israel. Das Literatur ist ja keine Zeitung. Das ist das passiert in Israel und es ist eine Auseinandersetzung mit der Realität da, aber auch mit Literatur und was der Schriftsteller oder die Schriftstellerin den Lesern erzählen kann und sagen kann, ohne dass die Leser das Buch zuklappen und lassen es auf dem Regal stehen. Das wird auch immer wieder thematisiert, also das ähnlich wie in Broken German ist auch in diesem Buch immer wieder ein Thema, was für den Erzähler Literatur ist oder wie Literatur entsteht. Es fällt so ein Satz wie, ich glaube nicht an, also es geht darum, dass der Erzähler uns immer wieder sagt, es ist Work in Progress. Ich glaube, an Work in Progress fällt es ungefähr. Aha. Ist das tatsächlich auch so geschrieben? Also hast du vorher kein Konzept gehabt, sondern hast du drauf losgeschrieben und das immer wieder verändert? Ja, es hatte keine Skelett, es hatte keine Struktur im Voraus, dass ich hier dann fühle. So schreibe ich nicht. Ich verstehe, worüber das Buch ist, nur als das zu Ende geschrieben ist. Und dann kann ich zurückgehen und es ändern, dass es passt zu das, was aus dem Buch geworden ist. Aber im Voraus habe ich es nicht gewusst, nein. So, letzte Gelegenheit für Sie, eine Frage zu stellen. Jawohl, also Sie müssen aber das Mikro nehmen, Moment. Ja, also ich finde Ihre Bücher wirklich super toll. Danke sehr. Und auch die Art, wie Sie die Bücher performen, vor allem damals mit Broken German. Frage, können Sie sich vorstellen, dieses Projekt Broken German noch fortzusetzen und wieder auf Deutsch zu schreiben und sozusagen das Broken immer mehr zu verwandeln? Sie fragen, ob ich das Buch Broken German ins Standarddeutsch übersetzen will oder neu nochmal ein solches Buch, also ja. Immer mehr auf Deutsch. Mhm. Ich bin in der Tat, danke, ich würde auch Ihre Meinung gerne darüber hören. Wollen Sie, dass ich es weitermache? Ja? Okay, gut, dann mache ich. Nein, wirklich, ich bin dabei, also ich schreibe jetzt an so einem Buch und es auf diese Sprache, also auch meine Sprache verändert sich und bleibt nicht dieselbe, wie es ist. Es ist aber auf diese künstliches Turmerdeutsch, das ich erfunden habe und erfinde, ob ich es wirklich so lasse oder es standardisieren lasse, habe ich mich noch nicht entschieden, aber deswegen habe ich sie wirklich gefragt, weil ich will wissen, ob es die Leser irgendwie immer noch interessant, sowas zu lesen, oder war es okay, man macht es einmal und dann war es das.
Ja, das ist interessant, weil das hat ja, wenn ich mich richtig erinnere, hat ein Jurymitglied damals im Bachmann-Preis nämlich gesagt, was sowas kann man nur einmal machen. Ja. Was ziemlich anmaßend war, ehrlich gesagt. Ja, ja. Ja, als ob diese Sprache so eine Einwegflasche sein könnte. Und ich trinke es aus und werf es weg. Nee, nee. Keine Einwegflasche. Hat noch jemand eine Frage? Ja, gerne. Eigentlich keine Frage, eher so ein Kommentar. Ich fand das sehr schön in Broken German. Man hat das Gefühl, wenn man aus Berlin kommt, auch, dass man in der U-Bahn mitfährt mit dem Protagonisten und man wird so mitgenommen auf diese Reise und in die Situation. Und das stelle ich mir jetzt auch vor mit Ihrem neuen Buch in Israel, dass eben auch eine Seite beleuchtet wird, die nicht unbedingt den üblichen Touristen anspricht, der eben nach Tel Aviv will, weil der Strand schön ist, weil man da toll Hummus essen kann und Party machen kann, sondern auch den vielfältigen Gesichtern im Süden, in Jaffa zum Beispiel, eine Stimme gegeben wird und auch ein Bild. Und ich frage mich, ob jetzt die Suchanfragen nach Stierkampf in Israel nach dem Buch zum Beispiel steigen könnten. Also, dass die Leute sich das vorstellen, dass es das eben wirklich gibt, diesen Realismus. Ja, genau. So ein Special dann, 3 Tage Stierkampf in Tel Aviv. Was habe ich gemacht? Also sehr schön, ich freue mich auf jeden Fall auf das Buch. Danke. Es ist tatsächlich ein bisschen so. Es ist so, dass ja auch mal wieder der israelische Name dann von dem jeweiligen Matador genannt wird und der Erzähler sagt, ja, dieser Matador heißt, jetzt habe ich seinen Namen nicht vergessen, Menachem Rokem, nee, das war der Schriftsteller, aber so ähnlich. Es wird immer wieder auch betont, dass das möglich ist, dass ein Israeli auch Matador ist. Ja, das zu fantasieren ist... Ist wohl möglich und die Gefahr von Fantasie ist, dass es wirklich wahr wird, aber das ist auch so der Kraft von Fantasie wahrscheinlich. Es gibt vielleicht noch eine, ganz kurz nochmal zum Stierkampf und dann dürfen Sie nochmal einmal fragen. Fällt mir gerade ein, es gibt immer wieder in diesem Buch, es gibt diese Geschichten, aber es gibt eben auch sowas wie so einen Moment von Reflexion immer wieder da drin, wenn erzählt wird und unter anderem wird beschrieben, wie das Publikum in dieser Stierkampfarena ja wahnsinnig laut immer schreit. Und dann fällt auf einmal dieser Satz, naja, die schreien so laut, um die Todesschreie des Stiers nicht zu hören. Das war mir zumindest bisher so nicht bewusst. Und das sind ganz tolle Momente auch in dem Buch, die einen, da wird es einem so ganz kalt, weil das so ein schön, ich glaube, du ironisierst es dann wiederum, da steht dann gleich so eine Klammer dahinter und sagt, kleiner Hinweis auf Massenkommunikation oder so. Das kennen wir aus auch der Politik, oder? Ja. Nee, wirklich, die Massen machen es sehr, sehr laut, damit die Schreien den anderen nicht anhören. Ja, ist sehr interessant. Haben Sie noch eine allerletzte Frage? Einer kann noch, einer darf noch. Oder eine Anmerkung? Dann vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Thomas Gadi. Vielen Dank für die Einladung. Das Buch gibt es vorne zu kaufen, hoffe ich, glaube ich. Ist eigentlich immer so. Und du hast vielleicht noch ein paar Minuten und wirst auch vorne stehen und Leute können deine Unterschrift vielleicht mitkaufen. Vielen, vielen Gerne. Dank. Ein ganz, vielen ganz tolles Dank. Buch. Ich kann es wirklich sehr von Herzen empfehlen. Vielen Dank. Dankeschön. Vielen Dank fürs Kommen. Danke.